Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Hipster Thomas. Wie auch schon sehen, mögt, magt, was auch immer, bin ich schon in Kristall gekommen. Das war sehr einfach, muss ich zugeben. Mit Barsch, denn ich habe gestern und vorgestern gefarmt und ich muss schon zugeben, es hat mir weh getan, aus Goldliga 2 wegzugehen, denn das ist meiner Meinung nach die beste Liga, um wirklich hardcore zu farmen. Denn vorgestern habe ich pro Angriff 300k von beiden bekommen und bei dem Gedanken hochzugehen und keinen Loot mehr zu bekommen, ey, oh, das war schrecklich, das war echt schrecklich, aber dieser Loot, wie man auch schon sehen mag, ich habe schon wieder 62.000 Dunkles. Das liegt auch nur daran, dass ich in Kristall gegangen bin, denn da kriegt man einfach nur so ultra viel Dunkles, das kann man sich gar nicht vorstellen. Gut, der Tobias hatte mich ja gebeten, noch zwei weitere aus dem Clan zu besuchen und das werden wir auch direkt machen und ich sollte nicht so nah ans Mikro gehen, sonst küsse ich es noch. Oh, Mikro. Das war verstörend, okay. Punkt, Punkt, Punkt. ZT. Wow. Geschlossen. Ist der links hier noch... Hä? Nein. Wingman, das war doch der andere Clan, oder nicht? Warte mal, in welchen Clan ist er jetzt eigentlich drin? Ich hab's... Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Das muss der Clan doch sein. Warte, ich sollte Giacum Dingsbums da besuchen und Jode Niklas oder sowas. Nein. Doch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Tobias, bitte schreib mir nochmal unter die Kommentare, wie dein Clan heißt und wen genau ich besuchen soll. Denn ich hab's vergessen. Ja, ich habe im Moment nicht so viel Zeit dafür, denn ja, ich habe Schule, dann muss ich das machen. Dann habe ich Tennis, 1000 Stunden in der Woche. Ja, ich würde... Ja, das... Ja, Mann, die Folge ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich hatte mir eigentlich so geplant, dass ich einige besuchen werde. Warte, die fragen einfach Togba. Togba, soll ich dich besuchen? Fragezeichen. Die meisten aus meinem Clan, das wundert mich aber, wissen noch gar nicht, dass ich YouTube-Videos mache. Denn denen ist es auch völlig schnuppe, denn die meisten sind Ü18 und interessieren sich dafür nicht mehr. Das sind auch keine mehr solche Minecraft-Hipster. Nee, Hipster-Minecraft-Yolo-Swacky, die sind das auf gar keinen Fall mehr. Keine Antwort. Bin auf YouTube. Falls du es nicht wissen solltest. Das wird ja so eine langweilige Folge. Aber ich werde mir fürs Wochenende wahrscheinlich was Besseres einfallen lassen, was man auch machen könnte. Da wird ein Gameplay wieder. Also ich will jetzt nicht angreifen, da ich noch ein 2-Stunden-Schild habe und ich will jetzt auch noch nicht boosten. Das mache ich später. Mann, ey, ich muss mir wirklich so einen Popschutz zulegen, damit die höheren Töne nicht mehr so affig werden. Affig, ey, ich bin so ein Spaß, das labe ich hier eigentlich für eine Scheiße. Egal. Ja, ich kann euch vielleicht in einige Verteidigungen zeigen, zum Beispiel den hier. Och, lad doch schneller, meine Güte, ey. Ja, also da hatte ich schon mächtig Loot und der hat mir eigentlich nicht so viel mit 7er Bogenschützen. Da hatte ich eigentlich mehr erwartet, ganz ehrlich, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, aber besser für mich, dass ich nicht so viel abgezogen bekommen habe. Ja, komm, er setzt alles so auf den Punkt, da kann auch nichts draus werden, was erwartet er? Alter, die Dings 9er Mauern sind richtig heavy, ey. Wie man auch sieht, ich komme schon relativ gut mit den Mauern voran, denn ich werde jetzt nur noch auf Mauern gehen. Ich scheiß auf die Verteidigung sozusagen. Aber falls ich wirklich sehr viele Mauern auf 8 habe, mache ich weiter mit den Minenwerfern. Dann werde ich... Ich mache das so wie eine Preisliste. Also ich gucke nicht eher als erstes auf Flächenschaden, sondern ich gehe erstmal nach den Preisen. Die ersten 3,2 Millionen. Ja, jetzt kann man das nicht mehr sehen, weil ich schon alle Kanonen geupgradet habe. Zumindest die upgraden hier noch. Und die nächste ist in einer Stunde und 49 Minuten fertig. Auf jeden Fall, die haben 3,2 Millionen gekostet. Die Minenwerfer werden jetzt 3,2 Millionen kosten. Danach werde ich die Teslas machen, da die 3,5 Millionen kosten. Wie man... Oh, Junge, hier. Wie man auch schon sehen mag. Und was wird dann kommen nach der Preisliste? Wahrscheinlich die Luftabwehr, 4,32 Millionen. Dann die Bogenschützentürme, 4,5 Millionen. Dann die Magiertürme, 5,36 Millionen. Und ich habe eine Max-Out-Base von der Verteidigung her, oder? Ja. Boah, geil, ich muss ja gar nicht mehr so viel machen, fällt mir gerade auf. Ja. Oh, sorry, jetzt... Ah, Musik an Knochen, egal.
Ja, ich könnte euch noch... ja, die Verteidigung hier, da hat er nur mein Rathaus gesnörgelt. Wir können uns den Angriff mal angucken. Ja, boah, da habe ich richtig gefällt, Alter. Ach so, ja, da ging es mir einfach nur noch um Pokale. Ich knutsche mal mein Mikrofon, fällt mir auf. Ey, ich sollte nicht so... Ja, ich brauche einen Popschutz, aber ich will nicht mehr so viel Geld darin investieren, denn ich krieg schon langsam Stress mit meinen Eltern, da ich so viel Geld hier rein in, stecke. Aber eigentlich habe ich jetzt alles vom Equipment. Wenn man sich das so anguckt, ich habe jetzt ein neues Mikro. Das war es eigentlich auch schon, aber egal. Ja. Ich finde eigentlich meine Videos relativ vom Qualitativ her, also von der Qualität her, relativ gut. Die kommen schon inzwischen mit 1080p raus. Was andere YouTuber, sogar größere, viel größer als ich, nicht immer haben. Und ich muss schon sagen, ich bin eigentlich relativ stolz auf unseren Kanal, da die Qualität sehr hoch ist und ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ja, auf jeden Fall, wir werden auch bald die, ja, 13 Abonnenten brauchen wir noch bis zur 100er Marke. Ich würde mich so freuen, wenn wir das schaffen würden. Eigentlich müssten wir das schaffen, aber ihr müsst ein bisschen Werbung für uns machen. Das ist jetzt eine kleine Aufforderung, aber so ist das Leben, so ist das Leben. Worüber können wir noch reden? Also ich will jetzt wirklich nicht angreifen, das ist eine langweilige Folge, aber ich hoffe, dass ihr mir wirklich einen Daumen hoch gebt und wenn euch das Video nicht gefällt, dann guckt es euch am Ende. Ja, ihr könnt ja nicht wissen, ob es euch gefällt, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Egal, hört mir einfach nicht zu. Ja, was können wir denn noch machen? Wir werden jetzt einfach Tukpe besuchen. Auch wenn er mir nicht geantwortet hat. Nein. Ja. Was kann man dazu sagen, also? Rathaus Level 9, viel zu früh hochgegangen, machst anscheinend deine Minen hoch, beziehungsweise Sammler. Ja, ich kann nicht so viel zu dieser Base sagen, denn man sieht schon, dass sie nicht pornös ist. Ich mag das Wort pornös. Okay, ich hör auf, die Minenwerfer stehen auch total unkoordiniert. Und der hier steht total weit außen. Ja, was... Gut, ich gehe einfach nach Hause und besuche ihn am besten nicht, denn das hat irgendwie keinen Sinn. Es tut mir leid, aber du musst erstmal deine Mauer noch 7 machen, dann die Flächenschäden hoch. Und dann alles andere und dann sieht deine Base geil aus, wie meine. ja. Ach ja, falls ihr das letzte Sims-Video gesehen habt, Sims Hashtag 3. Vielleicht haben es einige gemerkt, aber ich habe im Hintergrund leider vergessen, den Fernseher auszumachen. Den kann man leider ein bisschen hören. Bitte nehmt es mir nicht zu böse, denn ich bin immer so allein. Nein, ja, ich würde auch sagen, das war es noch für die heutige Folge. Ich will die nicht so allzu lang machen, denn das ist auch relativ langweilig für euch, einfach nur mir zuzuhören, während ihr hier nichts Gutes seht. Oh, das ist so eine langweilige Folge, ey. Ja, ich kann euch hier vielleicht nochmal... zeigen wir euch das mal. Damit in dieser... Ja, den habe ich nur angegriffen. Weil ich da relativ gut die 50% bekommen habe. Und es... Junge, das leckt immer, wenn man mit einem Beißen aufnimmt. Das leckt dann immer so wie so ein... Weiß ich nicht. Was leckt denn so stark? Mein alter PC, so ein Windows XP. Ich bin froh, dass ich ein Notebook habe. Der leckt aber auch relativ stark. Aber ja... Ich laber einfach so eine Scheiße, hört mir am besten nicht zu, aber ihr werdet mir zuhören, aber... Okay, das ist, ich bin ein bisschen verwirrt, da ich gerade 2 Stunden an Schulsachen saß, denn, ja... Ich will jetzt auch nicht weiter drüber reden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen könnte, was ich sonst nur machen könnte, wenn ich nicht angreife. Und Tobias schreibt mir unter dem Video... wie dein Clan nochmal heißt und wie die anderen Typen, die besucht werden wollten, heißen, denn die werde ich dann... Wann kommt die nächste Clash of Clans Folge raus? Das ist die heutige... Heute ist Freitag. Morgen kommt Sims und übermorgen am Sonntag werde ich die besuchen. Und falls ihr auch besuchen werden wollt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir auch in... Ja, in die Kommentare. Lasst ruhig ein Abo da, damit wir die... erstmal die 90er-Marke knacken. Und dann die 100. Boah, Alter, wenn wir 100 schaffen, würde ich das so feiern, ey. Und dieses 100-Abonnenten-Special wird einfach nur episch. Denn wir werden so ein Spiel spielen, wo wir uns einfach nur aufregen. Naja, Lukas, ob er sich aufregen wird, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.